Morgen, es ist Freitag, es ist wieder Zeit für einen RaceBets Podcast. Heute wieder unter der Rubrik Aufgekentert. Es begrüßen Sie Manuel Thoma aus Sandweier. Hallo Manuel. Hallo Guido, heute mal nicht aus Sandweier. Es fehlt was. Hallo in die Runde. Ja, Manuel, was ist los mit dir? An einem anderen Ort und schon bin ich durcheinander. Ich muss dazu sagen, Manuel ist heute in Köln und nicht in Sandweier. Deswegen hat er sich völlig durcheinander, genau, und weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ja. Ganz genau. Ja, und der andere Mensch, den Sie hier hören, das bin ich. Das ist Guido Göbel, wie Manuel, Redakteur bei der Sportwelt. Ja, Manuel, wir haben heute die Vorschau auf die Renntage in Bad Harzburg. Da startet ja morgen die Harzburger Rennwoche mit 5 Renntagen. Und Hoppegarten haben wir am Sonntag das Fürstenberg-Rennen und Gruppe 3-Rennen über 2400 Meter. Bevor wir uns damit aber befassen, noch ganz kurz einen Rückblick auf den Mittwoch. Da gab es ja einen tollen Sieg in Vichy, im Grand Prix de Vichy, und zwar durch Quest the Moon. Ein Sieg, mit dem man eigentlich, ja, mit dem, glaube ich, die wenigsten gerechnet hatten, oder? Ja, wirklich gerechnet hat wohl niemand so ernsthaft, dass es ein richtig gutes Pferd ist. Das ist uns schon lange bekannt, aber dass er jetzt auch im hohen Alter, 8 Jahre dann mittlerweile, dass er da immer noch so ein Grupperennen im Ausland in Frankreich gewinnen kann, das soll schon einigermaßen Tribut, also da Riesenleistung von dem Pferd. Der hat ja den Ausgleich 1 in Baden-Baden schon gewonnen. Dann dachte ich, wow, das sah schon richtig gut aus. Und ja, jetzt ist man nochmal mit ihm nach Frankreich gefahren, und der sah eigentlich immer wieder Sieger aus im Rennen. Da war ich fast schon schockiert, wie der da locker außen marschiert ist und in der Gerade nach vorne. Das sah gut aus. Kam leicht hin. Wie war es, glaube ich, eine Länge oder so ungefähr um den Dreh, ne? Eine Länge, sagst du? 5¼, also 1¼, jawohl. Gut geschätzt. Ja, gut, okay. Toller Sieg für Sarah Steinberg, bei der es aktuell toll läuft. Ich glaube, die letzten 3 Starter waren alles Sieger. Ironman in Frankreich im Verkaufsrennen, die ja im Listenrennen in Mülheim und jetzt eben Quest the Moon. Hat heute auch noch einen Starter in Vichy wieder, Ranimate, in einem Listenrennen, in dem er in den letzten beiden Jahren Zweiter war. Bin mal gespannt, wie der abschneidet. Also auf jeden Fall die Stallform bombig. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig, denn nächste Woche gibt es ja auch ein großes Rennen vor der Haustür, wo man da auch einen Starter hat mit Fantastic Moon. Genau, da zielt natürlich also alles ein bisschen drauf hin. Gruppe 1 in München. Heute aber Ranimate noch, du sagtest es, 5. Rennen ist das in Vichy. 16 Uhr soll es gestartet werden. Der Podcast kommt frühzeitig online, und dann hoffentlich hört es noch jemand. Da kann man zumindest mal zuschauen, und ohne Chance wird er mit Sicherheit nicht antreten. Genau. So, jetzt aber der Blick nach vorne gerichtet. Und zwar gehen wir heute mal chronologisch vor. Und da macht natürlich der Samstag in Bad Harzburg den Anfang. Dort haben wir 9 Rennen, haben ein Superhandicap, haben 2 Rennen mit einer Viererwette mit garantierten Auszahlungen von 11.111 Euro. Ja, Manu, ich denke, wir wollen uns auch hauptsächlich diesen Viererwettenrennen widmen an diesem Renntag. Oder hast du noch irgendwas anderes, was du da ganz dringend loswerden willst? Nein, ich würde sagen, wir fangen mit den Viererwetten an, würde ich doch auch sagen. Und dann habe ich noch die ein oder andere Wette gefunden, aber da können wir dann später drüber sprechen. Gut, erstes Viererwettenrennen, als 4. Rennen der Preis der öffentlichen Versicherung Braunschweig, ein Ausgleich 3, 16 Starter. Ja, Manuel, wem würdest du da stellen? Ich habe auf jeden Fall ein Stellpferd. Ich denke mal, den hast du aber, denke ich, auch. Ja, ist ein Superhandicap, 1850 Meter, das ist alles bekannt. Und ja, das Stellpferd ist wohl oder übel, vertritt Harzburger Farben, Startnummer 3 im 4. Rennen, Agent Sim. Pferd von Oliver Schnakenberg, der ja sehr gut in Form ist, immer wieder vorne auftaucht. Der Sieg, ja, der lässt jetzt auf sich warten seit dem Hamburger Meeting 23, also etwas über ein Jahr jetzt her. Aber seitdem zahlreiche Platzierungen, mit der Bahn kommt er zurecht. Da lief er letztes Jahr auch zweimal in Superhandicaps, einmal auf dem zweiten, einmal auf dem ganz unglücklichen 4. Platz. Und wer unbedingt ein Stellpferd sucht für eine Viererwette, ich glaube, der ist mit Agent Sim sehr gut bedient. Ja, und weiteres Pferd, das sich anbietet als Stellpferd, ist Unwetter, denke ich, auch als Pferd mit gutem Bahnschnitt. Vorletzte Form war sehr gut, und die Schleusner sind auch in Bad Harzburg immer brandgefährlich, das muss man sagen. Ja,
Da sind sie. Drittes Pferd, was vielleicht noch irgendwie mit dazugehört, irgendwo, auch wenn er mit mehr Gewicht antritt, das weiß er, das stört mich eigentlich sowas. Aber Charlie Brown, die Startnummer Ja, 7, ja, auch aktuelle Form, lief in Harzburg schon in Superhandicaps gut. Da spricht auch wenig dagegen, war jetzt zuletzt Zweiter in Hamburg und wo ich gerade, ja, aufs Rennen schaue, kommt auch schon eine Nichtstarterin rein. Irida wird nicht am Rennen teilnehmen. oh, das ist interessant, weil die war ja sehr gut in Form eigentlich. Genau, zwei Siege in Hamburg, die ist nicht am Start. Ja. Wen nehmen wir denn so alles mit? Wir brauchen auch Pferde für die Kombi. Ich Was sag ist das? mal, die üblichen Harzburg-Verdächtigen würde ich jetzt da erstmal nennen. Da gehört dann Christian von der Recke dazu, King Harry. Ja. Da gehört dazu Armin Weidler, Arturo. Und dann unser Pferd, das wir beide, er ist noch ein Harzburg-Experte, Sporting Lieben Hunter und noch. hassen gleichzeitig, glaube ich. Genau. Das wäre, dass jetzt gleich kommt. Genau. Chipping Away. Ja, Chipping Away. und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Der hat ja sehr gute Form, war auch nicht immer glücklich und steht ja inzwischen bei der Marke, die er eigentlich kann. Der war mal, damals hat er auch bei Christian von der Recke gestanden, war der mal Zweiter in einem Superhandicap. Erinnere mich nicht an dieses Rennen. Das hat ein großes Loch in meine Harzburg-Kasse damals gerissen oder hätte es stopfen können, vielleicht auch, sagen wir es so rum, und war dann, ja, geschlagen, aber naja, anderes Thema. Shutdown war bei der Serie, waren auch 6-2 sogar. Genau. Ja. Also wie gesagt, den müssen wir auch dabei haben. Auf jeden Fall ist ein Formpferd und dass die Bahn kennt und ja, irgendwann muss er doch mal wirklich auch mal es wieder packen. Ne? Ja, irgendwann soll der da vorne mal wieder auftauchen und Andererseits 2 Siege bei 35 Starts ist natürlich ja ja, möglicherweise auch nicht der große. Siegertyp, ne? Genau, ich hatte ihn aber mal auch gewettet vor dem zweiten Platz. Da war er dann Fünfter und wenn ich dann, da gab es Toto 187 für 10. Nase, Hals, Nase, kurzer Kopf. Da Ja, weißt du, die Platzwetten, wie es mir da ging. gut, dann haben wir das Rennen soweit abgedeckt. Denke ich mal, unten die Fuhrmann-Pferde, die haben es schwer, glaube ich. Ne? Und ja, Amazing Luna als Dreijährige bin ich, muss ich auch noch sagen, Dreijährige bin ich immer nicht so ein Fan in Bad Harzburg. Nein. Sind immer ehrlich, die Älteren im Vorteil, die die Bahn auch teilweise schon kennen. Und deswegen Noch. gucke ich mir die Dreijährigen immer erst an und wette die dann im Jahr darauf. Ja, und physisch müssen die da auch einiges aushalten können. Da geht es schon zur Sache, wenn es da im Ende gegenüber den Berg runter in den Schlussbogen hineingeht. Also da muss man schon, ja, körperlich gut beisammen sein. Und da haben dann die Älteren doch noch vielleicht einen Vorteil. Im siebten Rennen aus der 3, 18,50 Meter ist dann die zweite Viererwette. Jawohl. Ebenfalls mit 11.111 Euro Garantie. Das Rennen sieht mir ein bisschen schwerer aus, finde ich. Also, ich habe irgendwie, also in dem ersten Viererwettenrennen, da fielen für mich so die Stellpferde fast aus der Zeitung. Und hier, ja, da weiß ich nicht so genau. Also, hier sind auch wenig Pferde mit Bahnkenntnis übrigens. Ganz interessant, dass von den 14 Startern nur drei schon mal bei Harzburg gelaufen, ne? Ja, also sehe es genauso wie du. Ganz anderes Rennen als noch die erste Viererwette. Ja, ein Pferd, das jetzt irgendwie da auftauchen muss, ist wohl Gazeuse von Marcel Weiß, die ja auch schon die eine oder andere gute Form gezeigt hat. Zuletzt Fünfter in Hannover. Ja, war ein kleines Feld, war vielleicht nicht so ganz viel Tempo da dabei. Hat ihr vielleicht nicht so gepasst, aber dieser Stute traue ich schon ein bisschen was zu und vielleicht kann die hier noch mal vorne auftauchen. Ja, ein Pferd, das sicher auch eine ganz gute Chance haben sollte, ist Areon als Bahnsieger mit Form und auch sehr guter Stallform übrigens, muss man auch sagen. Toni Potters, seit Hamburg geht es da richtig zur Sache. Letzte Woche in Mülheim auch wieder ein Rennen gewonnen. Und wie gesagt, Areon hat auf der Bahn letztes Jahr schon gewonnen. Denke mal mit 53 Kilo hier aus einer ordentlichen Startposition, Box 7, sollte der auch vorne zu finden sein. Das wäre also so jetzt mein Steller in dem Rennen. Ein Pferd muss ich noch erwähnen, das ich in meiner im Sportbild-Merkzettel habe. Malu Morada, die lief in Hamburg sehr gut, hatte da ein unterirdisches Rennen als 33:1 Außenseiterin und war dann auf schneller Bahn in Magdeburg vollkommen chancenlos. Achte von acht.
Das möchte ich noch nicht ganz abhaken. Die wird wahrscheinlich zu, ja, um die Kurse 20,0 wahrscheinlich irgendwie an den Start gehen. Ich möchte zumindest irgendwo mal mitnehmen. Hat natürlich ein strammes Programm, wie so oft die Fuhrmann-Pferde jetzt innerhalb von 20 Tagen der vierte Start. Ne? Ja, an der Kondition wird es nicht scheitern. Gut, ja, Pferde, die man auch im Schein haben sollte, denke ich mal, in dem Rennen sind Streets of Philly auf jeden Fall als Formpferd. Wallem, der auch kleine Bahnen kennt, sehr speedstark ist. Ja. Swinging Sixties hat sich angekündigt zuletzt. Synonymous ist ein Pferd mit Formen. Also, das ist ein ganz offenes Rennen. Also, da kannst du fast keinen auslassen, würde ich mal sagen, oder? Nein, ich kann wirklich keinen auslassen. Ein ganz schweres Rennen und ja, wir hoffen, dass wir in dem anderen Viererwettrennen, dass wir da Dass wir unsere schon anschaffen, Viererwette dass, schon genau, getroffen haben. dass wir da ein bisschen mehr Munition haben, um das zweite Genau, Auto zu treffen. genau. Ja, die Munition, die könnten wir ja auch irgendwo durch andere Wetten generieren. Hast du irgendein gutes Ding noch in Bad Harzburg? Ich habe mir mal die Racebets-Kurse angeschaut von Samstag und da sind mir einige Sachen doch aufgefallen. Also, Wettmarkt ist mir völlig unverständlich und zwar im fünften Rennen. Ich weiß zwar, dass du das Pferd gern leiden magst, Ja. aber wie man den hier 2,37 als Festkurs anbieten kann, ist mir unerklärlich. Und zwar geht es um das Pferd Dark Doro. Also, das wäre auch das Pferd gewesen, das ich angesagt hätte, aber ich habe den Kurs auch gesehen Also, was ist das und denn? war ein bisschen erschrocken, aber ich muss auch gestehen, für mich verliert dieses Pferd dieses Rennen nicht. Also, da bin ich Oh, mir. das aber. Boah, da haben wir ja wieder die nächste Wette, das ist ja riesig. Also, wie gesagt, ich lasse mir gefallen, Clever One ist vielleicht das Pferd, das ihn schlägt. Den kann Ja, man da scheint die wenig Anschlag. bis gar nicht einschätzen. Ja, da ist die Meinung wohl nicht so groß bei Christian von der Recke. Aber ich habe einen ganz anderen, der ihn schlägt. Also ich weiß nicht, warum die jetzt hier. Ich verstehe das nicht so ganz. Aber du möchtest nicht sagen, ma petit ami. Die ist auch vor ihm, okay. Aber Fatal Attack ist ja ein ganz interessantes Pferd in dem Rennen. Okay. Klär uns auf. Ja, war nach 2 Jahren, nach 2,5 Jahren Pause, 1,5 Längen hinter Dark Doro. Das ist ein gut gezogenes Pferd übrigens, Adlerflug Fata Morgana, also Ullmann-Zucht. Es war in Halle, war sie 1,5 Längen dahinter, nach, wie gesagt, 2,5 Jahren Pause. Der Start danach war gegen meiner Meinung nach deutlich bessere Pferde als Dark Doro. Wilmot, Don Decision, Dispela sehe ich alle stärker als Dark Doro. War er zwar ohne Siegchance und auch ein bisschen weiter weg. Aber trotzdem, damit der Stallform und Mozarbajew drauf, sehe ich den hier weit vorne und finde ich für 55, 5,5 und 1,9 Platz als Siegplatzwette eigentlich ja, eine gute Wette in dem Rennen. Auf jeden Fall, die Form in Halle ist mir auch aufgefallen. Zur Ehrenrettung Dark Doro, der steht jetzt natürlich 4 Kilo günstiger durch die Reitererlaubnis Gut, und auch dafür wieder hat er auch einen Rekufer. Erlaubnisreiter. Also Da das ist hat für er, mich. genau, das kann man nicht eins zu eins zu sehen, genau. Auch noch ein Reiter, der noch nie in Harzburg war, der wird dann am Samstag seine ersten Ritte in Bad Harzburg ausführen, ist auch ja etwas, was dann gegen 2,37 spricht. Das, so ehrlich muss man sein, aber Stallweißer Stein oder Rennstallweißer Stein. Vielleicht ist so ein Sieg, darf man das sagen? Ist so ein Sieg mal aufgehoben? Mal gucken. Gut, das schauen wir uns an. Ja, auf jeden Fall haben wir da schon ein spannendes Rennen. Aus nichts haben wir ein ganz spannendes Rennen jetzt gemacht, sozusagen. Ja, bin ich mal gespannt, wer dann von uns beiden dann die Nase vorn hat am Samstag. Haben wir noch ein anderes Rennen? Ich habe sonst eigentlich nichts großartig. Ja, du weißt noch, über welches Rennen ich sprechen muss, natürlich. Moment. Achterrennen. Wir haben ein Ah, Hürdenrennen Hürdenrennen, in ja klar. Deutschland. Ja, Da, ja, also das können wir ja nicht außen vor lassen. Und das sind richtig gute Pferde am Start. Also das ist ja. wirklich, Das es stimmt. ist kleines Rennen, wie auch immer, Bad Harzburg Hürdenrennen in Deutschland. Es ist das erste Rennen über Hindernisse in diesem Jahr in Deutschland. Ich freue mich richtig drauf. Und mit Don't Dream ist ein Pferd, das in Italien Grupperennen gewonnen hat, beim letzten Start mit dabei. Das ist jetzt leider schon über ein Jahr her. Da wird nicht alles glatt gegangen sein, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Hat aber in Meran, wie gesagt, ein Grupperennen gewonnen. Dann haben wir Upping the Ante, der kommt aus dem Stall von Henry de Bromhead aus Irland. War da noch letztes Jahr in Grupperennen in Irland unterwegs. Und dann haben wir auch noch La Salinero dabei, der letztes Jahr in Harzburg gewinnen konnte. Elegant Fighter hat schon so manche gute Form gezeigt. Und
polnische ja, Gast. Den Namen willst du nicht aussprechen, ne? Das genau. Das mache ich aber auch nicht. Ja, viel Spaß an Herrn Wissel, wenn er das Wert aussprechen Ja, genau. Muss. Das überlassen wir den Profis ja, dann in Harzburg. Was man ja auch sagen muss, du hast das Pferd Don Dream ja schon erwähnt. Ne? Der Pavel Tuma, dieser Trainer aus Tschechien, der packt jedes Jahr in Bad Harzburg so ein Pferd aus. Wirklich. Ja. Das ist immer auch ewig nicht gelaufen, aber Gruppensieger oder Gruppenplatziert in Italien. Und also gefühlt gewinnt der alles. Hat der alles gewonnen. Also für mich hat der ungefähr gefühlt jedes Hindernisrennen da gewonnen, wenn er da war. Ich habe auch oft die Pferde gewettet und getroffen. Also das. Deswegen ist das für Abhängen Sie Enti bestimmt kein Spaziergang. Also das denke ich mir schon, dass das sehr interessant wird, das Rennen, ja. Nein, die Farben Dr. Schafrath und Jan Falschek, das sind ja erfahrene Reiter auch. Genau. Die stehen für Siege, diese Farben. Ja. Und ja, das wird, wie gesagt, ich freue mich richtig drauf. Ich gehe davon aus, dass Elegant Fighter und unser polnischer Gast vielleicht einen Tick unter den anderen drei stehen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Aber sonst wirklich toll besetztes Rennen und ich glaube, da sieht man mal wieder Werbung für einen Hindernissport. Das wäre sehr schön und da kommen wir dann auch schon direkt zum Sonntag in Bad Harzburg, denn da ist dann noch größere Werbung für den Hindernissport, das Seejagdrennen. Das wird am Sonntag gelaufen, auch als letztes Rennen. Als letztes Rennen, genau. Als neuntes Rennen. Wir haben 9 Rennen am Sonntag. Und ja, 4 Pferde nur, aber auch das interessant, denke ich, oder? Ja, zur Überraschung, 4 Pferde, alle 4 in Deutschland. Es sind nur 4, da brauchen wir nicht schönreden, aber immerhin alle 4 in Deutschland vorbereitet. Das ist schon etwas außergewöhnlich. Und dann auch noch von 3 verschiedenen Trainern. Also das lohnt sich doch dann doch schon. Naruto ist da mein Favorit für Pavel Wovchenko. Der konnte bei seinem ersten Start über Hürden in Deutschland direkt gewinnen. Das war in Quartenbrück. Da war ich vor Ort. Da warst du vor Ort, sehr gut. Dann hast du das genau studiert, wie er da gesprungen ist. Petro Tuma hat da geritten, der sitzt jetzt wieder im Sattel. Jetzt in der Zwischenzeit ist Naruto auch einige Mal in Frankreich sehr, sehr ordentlich gelaufen. Und da hat man so ein bisschen eine Elle. Michuka von Christian von der Recke lief auch 2 bisher in Frankreich über die Sprünge. Ja, da war ich mal live dabei in Wissembourg, wo das Pferd da lief. War nicht so aufregend. War nicht ganz so prickelnd. Wurde auch, muss man dazu sagen, relativ behutsam dann am Ende geritten. Aber ja, Naruto ist ja schon ein Pferd. Und dann gibt es ja noch Omega. Und da gibt es eigentlich eine spannende Geschichte. Aber so ein bisschen wollen wir auch mal Werbung machen, da gern mal in die Sportwelt schauen. Wir wollen ja nicht alles verraten, was wir hier erzählen, aber da könnte sich Geschichte wiederholen von Guiri im letzten Jahr. Ja, ja, Ex-Deutscher, Peter Schiergen war er, glaube ich, genau, ich hatte aus der 3 gewonnen für Peter Schiergen, nachher ging er zu Carina Freier, dann Hürdenrennen gewonnen in Frankreich und dann nach England, also Rückholaktion wieder von Christian Ganz von der Lecke. Genau. So ungefähr. Und waren ja auch dieselben Farben, Guiri, letztes Jahr dann in den Farben von Rennstall-Recke. Ja, ja. Genau. Gut. Innovante Neuzugang bei Camilla Harms, ja, muss man sich mal anschauen. Ich denke, könnte ein Tick unter Naruto stehen nach den Frankreich-Formen. Und ja, also mein Pferd wäre da auch Naruto. Natürlich muss man sehen, mit dem See, da passiert viel. Da kann viel passieren. Alle 4 sind noch nie durch den See gegangen. Und ja, aber die Reiter sollten eigentlich zumindest hier. Sondern Daroschewski, Hakim Tabe, die sollten echt den See kennen und ja. Ja, das kann schon passen. Gut. Also ja, das ist natürlich wichtig, weil du weißt, wie oft da Leute schon reingestürmt sind mit 100 Stundenkilometer gefühlt und dann waren sie ratzfatz runter vom Pferd. Ne? Der Harz ruft. Endlich startet die Galopprennwoche in Bad Harzburg und wir verlosen pro Renntag 2x250 € Online-Gutscheine im Gesamtwert von 2.500 €. Einfach mit dem Code HARZ24 einmalig für die Aktion anmelden, am Renntag mindestens 50 € in Wetten einsetzen und schon seid ihr im Lostopf. RaceBets, dein Online-Buchmacher. Alle Infos zur Aktion unter racebets.de. Gut, dann haben wir natürlich am Sonntag auch eine Viererwette in Bad Harzburg und die haben wir im 5. Rennen, einem Ausgleich 3 über 1200 Meter und das hat es natürlich auch wieder in sich, das Rennen. Sehr knifflig, würde ich sagen, oder? Ja, wir haben von einer kniffligen zweiten Viererwette am Samstag gesprochen, aber ich glaube, das können wir hier nochmal toppen. Also hier
das muss schon bald ein Künstler sein, auch wenn nur 11 Pferde im Programm sind, aber die zu treffen mit relativ wenig Wetten dann auch, das ist schon spannend, aber ja, es geht wohl nichts über die Pferde aus den Niederlanden, würde ich behaupten. Ja, That's the Way to Do It, Royal Immerta, das sind wirklich solide Pferde in dieser Klasse, auf den Distanzen. Dazu noch Gladham Habit und Al Hit Me von Romy van der Meulen, ganz genau. Ja, muss man mal schauen. Ich glaube, wenig Pferde in diesem Rennen haben auch schon Harzburg-Erfahrung. Und ich glaube, sogar selbst Circus Kind ist noch nie in Harzburg gelaufen. Das ist mir aufgefallen. Nein, die hatte schon einen Start. Die hatte einen doch, Start. Hatte einen, ja? Ja, doch, das habe ich noch. Okay. Ich muss gestehen, nämlich, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, der Frank Fuhrmann hat auch noch gesagt, ich hatte mit ihm telefoniert, nämlich, dann sagt er mir auch, Zirkuskind ist überhaupt schon mal in Harzburg gelaufen, er konnte sich selber nicht mehr dran erinnern. Jetzt sehe ich's. Und dann habe ich es nämlich, dann habe ich nämlich, 21, ja. Genau, dann habe ich selber mal studiert und ein Start ist mir dann doch aufgefallen, aber das wäre auch wirklich eine Rennbahn, die Zirkuskind noch nicht gesehen hat, das hätte ich mir fast nicht vorstellen können. Ja, also wie gesagt, das ist ein offenes Rennen. Rock Spirit hat natürlich gut gewonnen in Hamburg, jetzt mit Antonia von der Recke Höchstgewicht, aber das ist auf der kurzen Distanz auch nicht so schlimm, wenn man da mal ein paar Kilo mehr hat. Also ein ganz offenes Rennen, ich weiß auch nicht, was ich da machen würde. Also wirklich. Zwei Dreijährige noch von Mario Hofer, Sprintrennen in Bad Harzburg, 1200 Meter, also puh, das ist eine Aufgabe. Ja, und ansonsten irgendwas noch im Programm entdeckt am Sonntag? Gibt noch ein spannendes Verkaufsrennen, wo ich überhaupt nicht durchsteige, wenn ich ehrlich bin. 5 Pferde und ja, da ist unser guter McLeod wieder mit dabei. Ja, aber das sieht schon schwer aus. Dann zwei Gruppe Pferde, Zavaro, Degas, die natürlich nicht mehr ganz an diese Klasse auf diese Klasse nicht zurückgreifen können im Moment. Sunnet Work, auch Gruppe Rennen gelaufen mal. Ja, Sunnet Work, genau. Der auch noch. Also spannendes Rennen, aber zum Sieg ansagen wird es dann doch schwierig. Ja, ich denke Zavaro oder Direct Hit, aber es ist ein ziemlich kniffliges Rennen. Also ja, man weiß es nicht. Selbst Degas steht günstig vom Gewicht her mit 54 Kilo diesmal. In Handicaps trägt er immer sehr hohes Gewicht, aber er ist auch nicht mehr so gut, wie er vor ein, zwei Jahren noch war. Muss man, glaube ich, auch so sagen. Habe ich das Rennen angesprochen, habe gehofft, du kannst mir einen Sieger sagen, aber. Ja, ich hätte mir gedacht, ich würde Zavaro da jetzt hin, aber weiß ich nicht genau, ob ich dir einen von wetten würde. Schauen wir es uns an, glaube ich. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir zum Top-Rennen des Wochenendes und das findet in Hoppegarten statt. 8 Rennen am Sonntag auf der Hauptstadtbahn. Man muss sagen, das ist nicht glücklich. Das ist auch schon in der Vergangenheit nicht glücklich gewesen, wenn Hoppegarten und Harzburg parallel veranstalten. Da ist schon der ein oder andere Starter, der dann auf der einen oder anderen Bahn fehlt. Also Hoppegarten hat ein relativ dürftiges Nennungsergebnis gehabt, kann man ja auch so sagen. Ist ja so. Ja. Klar, Frank Fuhrmann kann sich auch nicht seine Fälle nicht halbieren. Der muss auch gucken, wo wer läuft. Mhm. Einige andere Trainer aus Ostdeutschland sind auch in Bad Harzburg vertreten und deswegen in Hoppegarten das Programm, ja, 8 Rennen, die Felder nicht ganz so groß, einmal nur, glaube ich, eine zweistellige Starterzahl. Ja. Und das Hauptrennen ist aber das Fürstenbergrennen mit 9 Pferden, da gab es noch 2 Nachnennungen und das ist ein Gruppe 3 Rennen über 2400 Meter, ganz interessant, denn es treten immerhin 2 Gruppe 1-Sieger an. Genau, also das Rennen ist, was vielleicht der Rest der Karte ja ein bisschen zu wünschen übrig lässt, da gibt es dann hier wirklich keine offenen Wünsche. Wirklich toll besetztes Rennen, 2 Gruppe 1-Sieger, du sagst es, ist mit Tünnes und Samarco, dazu der gute Mr. Hollywood, Best of Lips als gestandenes Gruppepferd und dann Atoso, frischer Gruppesieger aus Hamburg, der dreijährige Agentum und ja, dann chancenreiche Außenseiter Waldadler und dann in solchen Rennen gehören sie auch dazu, die krassen Außenseiter Lipsprinz und Saludos, also 9 Pferde in so einem Rennen, das kann sich schon sehen lassen. Ja, hast ja fast schon alles gesagt zu allen Pferden. Fangen wir den mal an. Sieger habe ich noch nicht gesagt. Ja, den sagst du mir ja jetzt. Ich baue auf dich. Ja, du sagst ja Tünnes, das ist doch klar.
Tu mich schwer. Tönes, wie gesagt, dass ja, wegen dem Boden tust du dich natürlich schwer, weil der Boden wahrscheinlich gut sein dürfte am Sonntag, das ist wenn klar. Wenn ich sogar schnell und dann 2,5. Wie gesagt, er hat die beste aktuelle Form, aber ja, muss man den jetzt wetten für 2,5? Ja, ich hätte auch gesagt, bei weicher Bahn auf jeden Fall. Ja. Bei gutem Boden kann er vielleicht trotzdem gewinnen, natürlich. Also so ist es nicht. Aber ob man dann wetten möchte, ist dann noch eine andere Sache. Wer wäre für dich die Alternative? Wirst dich jetzt wundern, ich sage nicht Mr. Hollywood, weil ich da das gleiche glaube wie bei Tünnes. Ich denke, mit dem schnellen Geläuf sind zwei Pferde oder zwei Trainer können das ganz gut abhaben. Das sind Peter Schirring und Andreas Suburic. Ich glaube, die hatten jetzt nicht so sehr was dagegen gegen die schnelle Bahn. Und Samarco, ja, er scheint so ein bisschen an die alte Klasse heranzukommen, so langsam aber sicher. Und 6,0 finde ich dann für Samarco dann doch eine Wette. 2,0 auf Platz bei RaceBets ist dann vielleicht Anführungszeichen Freiwette, wenn er dann Dritter wird. Würde ich sagen, ist fast ein Versuch wert. Okay. Arthose, was hältst du von ihm? Also ich habe auch für die Sportwelt mit Scharke Schütz im Vorfeld gesprochen und die hat schon richtig Bedenken wegen A, warmem Wetter, B, schneller Bahn. Das ja, liegt dem guten Arthose wohl nicht so sehr. Dann mit Höchstgewicht, erste Mal 2,4. Das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Okay, Waldadler hat uns ein bisschen enttäuscht in Mailand, muss man sagen, ne? Da hat er ja eigentlich ein relativ einfaches Rennen vorgefunden, was er dann nicht gewinnen konnte, obwohl er lange gut ging. Aber Wie das zustande kam, das hat mir vor allem nicht ganz so toll gefallen. Der fuhr, wie du es gerade erwähnt hast, schon groß auf und dann war alles gegangen, außer geradeaus irgendwie gefühlt, der Kopf schief. Das ja, war nicht der Waldalter, den wir kennen. Warum kann man auch mal verzeihen, eine etwas. War ja keine schlechte Form, das ist ja zu viel gesagt, aber nicht das, was man erwartet hat vielleicht. Kann sich auch rehabilitieren in so einem Rennen, aber das sind schon 3, 4 richtig gut gestandene Größen auf Blacktype-Niveau unterwegs. Gut, natürlich ein interessantes Pferd als einziger Dreijäger mit 52 Kilo Argentum, auch nachgenannt worden. Hast du in deinem Wetterbericht, glaube ich, geschrieben, in der Theorie kann das nicht reichen. So ist es eigentlich auch, denke ich. Würde ich eigentlich unterschreiben. Ne? Ich tue mich schwer. Die 52 Kilo sehen verlockend aus. Sind es 52, ich glaube. 52, ja. Trotzdem, wenn mir jetzt einer sagt, er war dann irgendwie trotzdem in Hamburg mit 3 Kilo mehr halbe Länge vor Watzlaw oder war, glaube ich, nur kurzer eine vierte Kopf, Länge. Kurzer Kopf war sogar nur. Und wenn mir jetzt hier einer sagen würde, Watzlaw läuft hier mit, also dem würde ich wirklich wenig Chancen einräumen und deshalb tue ich mich auch schwer mit Argentum in diesem Rennen. Ja, sehe ich ähnlich. Wenn es die Distanz vielleicht noch ein bisschen weiter wäre, so 2,8, 3.000, dann würde ich sagen, okay, mit 52 Kilo, aber 2,4 bei normalem Boden, ja, also das wird nicht einfach, glaube ich. Ne? Nein, einfach wird es nicht, aber ja, es sah ja lang nach einem kleinen Feld aus, deshalb hat man da wahrscheinlich auch über das Rennen nachgedacht und konnte ich auch nachvollziehen, aber jetzt, wenn ich es ja in der Endtheorie so anschaue, ist es nicht ganz so einfach. Aber Liberty Racing ist schon so manches gelungen, warum nicht auch das? Oh, da ausgeschlossen ist gar nichts. Da ruft gerade der Trainer an, wo in dem Moment, den vertröst du mal auf nachher, dann gehe ich nachher erst dran. Gut. Ja, aber da hoffe ich, dass du uns mit News Soll ich mal dran gehen? Aus Spaß? Ja, geh doch mal dran, vielleicht. Moment, machen wir das doch direkt mal. Hallo? Ja? Ich mache hier gerade den Podcast. Da kommst du hier, stürmst du hier rein gerade. Ja? Was gibt's? Du hast. Wer denn? Ah, okay. Kann ich aber sagen. Dann mache ich das gerade. Aber ich mach's mal hier im Podcast, okay? Er hat mir nur mitgeteilt, dass heute ein Promi aus dem Rennsport 50 wird. Okay, da bin ich gespannt. Daniel Krüger. Ach. Happy Birthday von dieser Stelle. Ich schau mal erstmal dran, sicherheitshalber mal nach, ob das überhaupt stimmt. Man weiß es ja nie. 19.07.74. Das passt, ne? Das,
Passt sehr gut. Gut, dann Happy Birthday auf jeden Fall von dieser Stelle. Und wirklich alles Gute, auch wenn wir hier oft mal was kritisieren. Wie böse gemeint. Aber wir haben noch was zu arbeiten. Gut, wo waren wir jetzt stehen geblieben eigentlich? Wir waren beim Fürstenberg-Rennen und haben gerade gesagt, dass das Pferd von Peter Schering Agentum wenig Chance hat. Nein, wenig Chance ist ja Quatsch, aber ist halt chancenreicher Außenseiter, nehmen wir es mal so. So würde ich es mal sagen. Ne? So kann man es vielleicht sagen. Gut, dann haben wir auch in Hoppegarten eine Viererwette. Jawohl. Noch kurz abhandeln wollen. Und da schauen wir mal. So. Sechste Rennen. Das ist das sechste Rennen, genau. Und Ausgleich 4 über 1600 Meter. Ja, und auch da habe ich eigentlich meine Stellpferde schnell gefunden, muss ich sagen, im Rennen. Weil sie beide in Hamburg stark gelaufen sind und eigentlich beides auch Pferde sind, wo ich denke, dass noch ein bisschen nach oben was geht. Hurricane Rose die 3 und Dana Delight die 4. Ich wusste schon, dass du also mein kleines Mumpferd dann auf jeden Fall nicht dabei hast, weil die sind in Hamburg ganz schlecht gelaufen. Aber ich gebe dir recht, Hurricane Rose und Dana Delight sind die. Ich weiß, wer es ist. Es ist Winterweide. Genau. Da verstehe ich auch immer nicht, warum das Pferd so kurz steht. Für mich ein Pferd mit, wo ich sagen muss, naja. Also da sehe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht das Improvement, dass ich jetzt in Pferden wie Hurricane Rose oder Dana Delight sehe. Also. Ich kann mich an die Form in Hannover erinnern. Und da lief die richtig, richtig gut. Wurde nur von Kiko spät überlaufen, hat sich da weit vors Feld abgesetzt und wurde dann am Schluss noch von diesem guten Kiko. Ich will Kiko aber sagen, wer da dahinter war. Berwick Street, Sporting Hunter, beide beim nächsten Start umplatziert. Der eine in Magdeburg war es, glaube ich, der andere in Cuxhaven. Alles korrekt. Sporting Hunter seitdem sogar, ich glaube, noch irgendwo anderes. Ja, nicht so ganz toll gelaufen, ich glaube in Hamburg oder so. Alles richtig, aber ich habe mich an dieses Laufen erinnert und der Trainer versichert mir, dass die den weichen Boden einfach überhaupt nicht konnte. Und dafür ist dann die Quote vielleicht ein Angebot. Ein gutes Ding ist es mit Sicherheit nicht, aber ich schaue mir die gute Winterweide nochmal an. Also ich muss sagen, die Frau, die dich mal bekommt, die freut sich, weil du verzeihst alles. Ist recht. Ich halte zu meinen Pferden. Nein, kleiner Spruch. Hurricane Rose, meine Stellpferde, dein Pferd, also Winterweide auf jeden Fall mitnehmen würde ich natürlich. Wenn ich genug Pferde mitnehmen kann, würde ich sie mitnehmen. Cherub Rock, für mich unglücklich verloren in Magdeburg, hätte sie. In Leipzig war es, hätte sie gewinnen können, das Sieglosenrennen gegen Nala Prinzess. Da hat sie gewinnen sollen. Ja. Cupid, streiche ich mal die Hamburger Form. Vorletzte Form in Hoppegarten war auch sehr gut. Speedstarkes Pferd, das in Hoppegarten auch immer gut läuft. Ja, nee, ich verzeihe einmal, verzeihe ich, genau. Ja, ja. Okay. Ja. Und das sind so meine Stellpferde in dem Rennen. Mitnehmen würde ich noch oben Environmentalist, sehr schnell. Und natürlich Winterweide. Ja. Sehr nett von dir. Ja, gut, dann haben wir auch Hoppegarten soweit durch, denke ich, oder? Das nehme ich so an, wie gesagt, das Programm, da tritt man ja jetzt auch keinen auf den Schlips, das ist jetzt nicht ganz so wild, wie man das ansonsten aus Hoppegarten gewohnt ist, aber dann ist das so, dann freuen wir uns auf das Fürstenbergrennen und dann und auf den Harz. Ja, gut, dann haben wir noch irgendwas aus dem WRK, da hast du bis zu den letzte Ausgabe zumindest hast du geschwächelt, weil da hast du nichts gefunden, es war halt auch nichts drin. Okay. Hast du denn diesmal wieder was für uns? Dieses Mal haben wir was und ja, ich finde die Sache schon ja ein bisschen spannend oder vielleicht muss man da nochmal an die Formulierung ran. Es gab nämlich einen Protest einer Besitzerin und ich konnte den Protest zumindest nachvollziehen. Ich lese mal den Protest oder die Meldung im WRK vor. Die Besitzerin des Pferdes Ombra, zweitplatziertes Pferd im ersten Rennen Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mühlen-Stiftung am 4. Juli 24 in Hamburg, hat gegen den Sieger The Donald Protest wegen fehlender Zulassung gemäß Rennordnungsnummer 283 in Verbindung mit Nummer 403-9 eingelegt. Jetzt die große Frage, was hat es damit zu tun? Ich habe die jetzt auch rausgesucht, die Paragraphen, aber ich glaube, die sind ja ein bisschen trocken. Ganz kurz und knapp heißt es in der Rennordnung, dass Reiter oder Amateurrennreiter, die müssen 15 Mal in F-Rennen geritten haben oder brauchen 15 Ritte, um Rennen
der Kategorie A bis E mitreiten zu dürfen. Jetzt war dieser Nachwuchsförderpreis in Hamburg ein Rennen der Kategorie E. Jetzt gibt es wahrscheinlich die Besonderheit, also das ist meine Erklärung, das ist nicht juristisch irgendwie nachgehakt oder ob das stimmt, das ist jetzt mein Verständnis. Jetzt ist das Rennen natürlich genau für Amateurrennreiter ausgeschrieben worden. Und Nachwuchsreiter. Und Nachwuchsreiter, genau. Und ich nehme an, dass das der Grund war, warum dann jetzt dieser Protest der Besitzerin zurückgewiesen wurde. Ja, aber eindeutig ist es eigentlich nicht, ne? Nein, eindeutig ist es für mich. Vielleicht sehe ich auch was, was ich ja überlese oder was darauf klar hinweist. Also ich sag's mal so, den Protest kann man gut nachvollziehen. Den, ja, hätte ich jetzt auch einige Chance gegeben, den dass der durchgeht. Er ging jetzt erstmal nicht durch. Vielleicht meldet sich jemand. Normalerweise immer dann, wenn wir hier laut poltern, dann meldet sich auch jemand bei uns und erklärt, warum, oder versucht uns zu erklären, warum das so passiert ist. Spannend. Vielleicht muss man da in Zukunft auch, ja, ein bisschen besser ausschreiben. Ja. Du bist am Wochenende in Bad Harzburg? Die ganze Woche bist du da? Jawohl, ich steige nachher wieder ins Auto und fahre noch in den Harz. Und dann sind wir mal 8 Tage da. Ja, schönes Leben hast du. Gut, dann war es das von dieser Stelle, würde ich sagen. War auch wieder recht lang heute eigentlich, ne? Aber gut. Und ja, dann wünschen wir euch allen viel Spaß. All jenen, die nach Bad Harzburg fahren, viel Freude da. Ist ja immer sehr schön. Wird ja auch abseits von den Rennen immer einiges geboten. Ganz besonders natürlich immer die Tanzeinlagen von Stefan Ahrens beim Konzert der Depeche Mode Cover-Bands. Da wird nicht nur getanzt, da wird auch gesungen. Aber ja, und auch einiges nicht nur getanzt und gesungen, Fall. Auch gerungen. Ja, wird auch, vielleicht werde ich auch das ein oder andere Kaltgetränk zu mir nehmen. Mal gut. Schauen. Sei dir gegönnt, wenn du vorher deine Arbeit fleißig gemacht hast, dann ist das erlaubt. Gib mir Mühe. Gut, alles klar, dann war es das von uns für den Freitag. Wünschen euch ein schönes Wochenende und sind dann am, ja, wie machen wir es eigentlich? Sollen wir Dienstag erst kommen und dann die Vorschau auf den Donnerstag von Harzburg machen? Eigentlich, ja, ist, glaube ich, besser. Macht mehr Sinn. Ich würde sagen, wir kommen Dienstagabend dann ja. Haben wir die Felder und alles ist dann bis zur Mittagsstunde erledigt und dann werden wir Zeit finden, dass wir miteinander sprechen und dann wird es am frühen Dienstagabend den neuen Podcast geben. Alles klar. So machen wir es. Das soll es dann gewesen sein. Alles Gute für euch. Schönes Wochenende. Bis Dienstag. Ciao. Auch von mir. Hals und Bein und bis Dienstag.